Hallo, ihr Quirlinge, der namenlose Held ist nördlich von Silden unterwegs. Ich mache immer die falsche Karte auf. Naja, jetzt ist es mittlerweile sogar östlich von Silden. Wir wollen uns hier diesen ganzen Wald rund um Arnoks Lager anschauen. Vor allen Dingen die Gipfel in Richtung Nordmar. Da gibt es Ruinen, wie auch diese hier mitten im Wald. Da sind Fraser und Candela. Wie das Bogenradar die Namen verraten hat. Und ich glaube, mit denen kann man Geschäfte machen und Questen von denen bekommen. Liegt sogar eine alte Zigarette. Hi! Hey, du bist echt mutig, hier herumzurennen. Na klar. Wozu braucht man Mut, hierher zu kommen? Na, bei den ganzen garstigen Viechern hier in der Gegend. Es gehört schon einiges an Mut dazu, sich hier frei zu bewegen. Und er hat einem jetzt die Queste zu den garstigen Wildschweinen gegeben, aber... Die garstigen Wildschweine sind erlegt. Gute Sache. Du weißt, wie man gewinnbringend jagt, was? Hier, nimm dies. Damit klappt es noch besser. Hi, Tränke, ja? Was machst du hier? Ich bin Jäger und jage Wildschweine. Die Rebellen in Okara könnten dich gut gebrauchen. Das kann ich mir vorstellen. Nun, mal sehen. Vielleicht gehe ich mal hin und sehe mir Okara von innen an. Okay, Fraser soll nach Okara gehen. Geh nach Okara, jetzt. Na gut, wenn du darauf bestehst... Ich seh's mir mal an. Ein wenig Erfahrung sammeln kann nicht schaden. Wir sehen uns, Kleiner. Fraser soll nach Okara gehen. Ruf bei den Rebellen und rufen Okara und so weiter. Na, auch auf der Jagd? Was jagst du? Ich hab schon alles gejagt, was es in diesem Land zu jagen gibt, Fremder. Aber mein Spezialgebiet sind Schattenläufer. Ich stehe auf die Hörner von den Biestern. Was machst denn du damit? Ach, keine Details. Schattenläuferjagd? Darüber könnte ich dir einiges erzählen. Tatsächlich? Große Worte, würde ich sagen. In der Umgebung dieser Ruine gibt es zwei wirklich garstige Exemplare. Wie wär's, wenn du mir deine Jagdkünste mal zeigst? Na klar. Haben aber schon gemacht. Die garstigen Schattenläufer sind erledigt. Gut gemacht. Du hast ja echt was auf dem Kasten, würde ich sagen. Verkaufst du mir die Hörner von den Biestern? Zwei Schattenläuferhörner für Candela. Klar. Hier hast du deine zwei Schattenläuferhörner. Besten Dank. Hier ist das Gold und zwei Heiltränke. Jagdgeschick plus eins, danke. Jemand wie du wird bei den Rebellen in Okara gebraucht. Rebellen in der Eisenerzmine? Da haben sie sich also versteckt. Clever, die Jungs. Das muss ich ihnen lassen. Candela soll nach Okara gehen? Wie wär's, wenn du ab jetzt für die Rebellen arbeitest? Keine schlechte Idee. Geh nach Okara. Die Jungs brauchen Männer wie dich. Wenn du das sagst, in Ordnung. Wir treffen uns dort. Und Candela soll nach Okara gehen, aber vorher... Zeig mir deine Ware. Deine Waden bitte. Kampfbogen. Nee, das will ich alles nicht haben. Wasser, naja. Rezept scharfe Pfeile. Na, das brauche ich alles nicht. Dankeschön. Aber lieb gemeint. Ich könnte mal, weil ich gerade mit Jagdgeschick ja wieder konfrontiert war... Wieder ein paar Kräuter futtern, denn wir haben ja auch Goblinbeeren, eine ganze Menge, die wir vermutlich auch nie in irgendwelche Tränke verwandeln werden, weil das immer Mana-Tränke sein werden. Und Goblinbeeren haben wir, wie sehen die eigentlich aus, wie so Waldbeeren, hier Goblinbeeren, haben wir 21, das gibt Jagdgeschick plus 1 jeweils. Ich habe Jagdgeschick gerade 51, aber ich habe so einen Jagdgeschick-Ring drauf, das ist der da? Nee, gar nicht wahr, habe ich gar nicht mehr drauf. Ich habe nativ 151 und ich habe den besseren Bogen. Der gilt ab Level Wolfsreißer 160. Genau. Das ist der beste Bogen, den ich habe. Also könnte ich mal gerade 9 Beeren in mich reinstopfen und dann kann ich den Bogen anziehen. Stimmt's? Stimmt's. Also Jagdgeschick plus 9 durch Goblinbeeren. Da ist es passiert. So, du kriegst jetzt den besseren Bogen. Also der alte Bogen macht Schaden 120 und der neue macht 130. Leg den an. Hey, sehr gut. Und dann hier eure Truhe, ihr Jungs. Metalltruhe. Abgebrochen. Noch Mensch. Abgebrochen. Schlitz öffnen, Wein und so weiter. Und mehr Truhen gibt's hier nicht. Erstaunlich, dass die beiden nicht voneinander erzählt haben. Lagern hier gemeinsam und lassen sich dann von mir
unabhängig voneinander nach Okara schicken. Ist ja was drin in diesem Stumpf? Nö, wohl nicht. Wenn ich da reinhüpfe, komme ich nicht wieder raus. Das mache ich nicht. Da oben in diesem Turm da? Also da hinten noch. Das ist auch mal interessant. Ja, rutsch. Ach, komm schon. Was haben wir da? Da haben wir... gar nichts. Und der Turm hier ist auch nicht begehbar. Nein. Und der andere hier, der große. Auch nicht. Gut. Eigentlich möchte ich weiter nach Norden. Ja, genau so. Das ist die richtige Richtung. Und ich denke, ich kann mich jetzt wieder anders anziehen. So. Die garstigen Schattenläufer, die waren in der Nähe von Okara und die garstigen Wildschweine, die waren hier irgendwo. Die haben mir das Leben schwer gemacht, als ich hier mit diesem Orken unterwegs war, glaube ich. Oh, hi. Level up. Irgendwie mögen die nicht. Da hinten? Stehst du alleine? Nein, ihr wart zu zweit. Level up. Oh. Aha. Oh, da ist ja noch mehr. Trink mal bitte was. Ich bin sehr froh, dass die noch nicht aktiviert sind. Ich weiß nicht, warum. Hier ist irgendwie ein Goblin-Bannkreis. So. Ich hätte eigentlich ganz gern einen von da hinten. Also also da hinten. Also weiter hinten. Nee. Es muss einer der Goblins aus der zweiten Reihe sein. Na gut, der geht vielleicht. Ah, gut. Der da. Ja, schön. Du überlebst den nicht und... Papa. Ah, da sind noch mehr dahinter der Hügelkuppe. Aber irgendwie komme ich da nicht ran. Zu weit weg oder wegen des Hügelkamms? Keine Ahnung. Das bringt nichts. Wow. Du hättest fortlaufen können, um das Erbe kulturell wie genetisch deines Stamms zu bewahren, um irgendwann einen neuen Stamm zu gründen und vom großen, blitzewerfenden Goblin-Meuchler zu erzählen. Aber nein, du hast dich mir entgegengeworfen. Das war natürlich doof auch der Fall. Was hatte ich da letzte? Okay, ich nehme alles zurück. Und der war auch nicht der Letzte. Und der da ist wahrscheinlich auch nicht der Letzte. Nein, ist er auch nicht. Ich sehe schon noch viele weitere Goblins. Ei! Schnell, Held! Ah, das war nicht schlecht. Im Rahmen meiner Möglichkeiten, die ich hatte. Oh, die haben einen Goblin-Schatz. Huhuhu. Okay, ich sollte mich mit einem Goblin nicht im Nahkampf messen. Der kann es besser als ich. Wie man hier sehen kann. Wow! Böse. Heilung. Jetzt sofort. Schön. Waren das alle? Jetzt? Nein, immer noch nicht. Da waren nochmal zwei. Boah.
Viele. Das waren ja gefühlte 20. Da unten ist irgendwo ein Snapper. Der hat mit dem Goblin-Stamm hier oben aber nichts zu tun. Das wäre genetisch sehr erklärungsbedürftig. Wenn auch die Hautstruktur die gleiche sein mag. Waldbeere. So. Goblins haben sich in einer Burgruine einquartiert. Das kennen wir aus Faring und Co. Knüppel. Ja. Und sie haben einen Schatz hier zusammengetragen. Unter anderem einen Krug, eine Laute und viel Gold. Und ein Fläschchen achtlos irgendwo hier an die Mauer gelehnt, gekippt, gelagert. Und ich glaube, wenn man Schnapsbeeren farmen will, ist man hier auch genau richtig. Gefühlt der zweite Goblin hat eine Schnapsbeere dabei. Ich glaube, ich habe sie hier wirklich alle jetzt erledigt. Hier, der Haupthort der Goblins. Münze, Kelle, Dietrich, Silberpokal, Gold, viel Gold, Schatz, viel Gold, Gold, Goldpokal, Dietrich, Schatulle, Münze, Schatulle, Dietrich, Münze, Münze, Dietrich und eine Trommel. Aber die ist offenbar nicht wichtig. Die mag der Held gar nicht sich unter den Arm klemmen und die Hosentasche stecken. Ist auch nicht größer als alles andere, was du mit dir rumträgst. Boah, die ganzen Goblins looten, das ist echt jetzt anstrengend. Aber währenddessen steigt wenigstens Mana wieder an. Boah, wie viel sind das denn? Ich habe doch niemals so viele Goblins gekillt. Goblinozid war das ja hier. Hier schwebt einer sogar. Gold. Da hinten ist der nächste. Heilwurzel. Sonnenkraut, Goblin, Knüppel und Kräuter und so weiter. Und die habe ich auch noch nicht. Und den auch noch nicht. So, jetzt aber. Ich will nach Norden. Richtig. Na, Knüppel. Mann, ey. Und nach Norden muss ich tatsächlich hier durch dieses Ding durch. Durch diese Burgruine. Das war schon richtig hier aufzuräumen. Und der Schatz, er wird sich auch gut machen im Heldeninventar. So, jetzt müssten wir eigentlich so in die Richtung weiter. Da unten habe ich Snapper gehört. Ist hier aber noch was in der Ruine? Nein? Nee, da ist nichts. Hier rechts vielleicht? Nee, glaube ich nicht. Ach, hier! Säge, Messer, Schaufel, Pfanne, Besen, Bürste, Schürhaken, Schatulle und Pokale, Kelle und Schatulle. Noch ein Goblin-Hort. Da unten liegen die toten Trolle. Aha, da sind wir unterwegs gewesen. Mit dem Orken. Euch hab ich. Nach Norden geht's in die Richtung. Da will ich lang. Irgendwo gibt's ja aber noch Snapper. Da. Der war wohl noch übrig. Und mit euch verfaulten Trollkadavern kann ich nichts mehr anfangen. Okay. Da vorne ist so eine Schattenläuferhöhle.
Oder hier? Was ist denn das hier? Ist das die? Was ist die? Habe ich von oben gesehen. Waren wir hier schon drin? Na, möglich ist alles. Oh. Da hat jemand sein Schwert gezogen. Wer? Ach, die Orks, die lagern ja hier oben noch. Wir haben ja nur den einen vom Pass nach Silden geleitet, aber nicht die anderen. Hi! Irgendwas galoppiert auf mich zu, ich weiß aber nicht woher. Da, ein Wolf! Scheiße! Aber der Wolf kann kein Schwert gezogen haben. Nicht mal Wölfe können das. So tödlich sie auch sein mögen. Nee, das geht so nicht. Wer war das nicht? Hier unten waren wir drin. Die Truhe ist bestimmt... Ja, die haben wir. Oh, es ist dunkel. Verwunderlich, wie dunkel es unter der Erde ist. So, weiter nach Norden. Das ist richtig. Denn da oben auf den Felsen, da oben gibt es die nächste Ruine. Das muss da oben sein, irgendwo. Eisenhalm. Oh, hier war ich noch nicht. Hier könnte eine Schrate sein. Die lauern hinter dem nächsten Baum und ziehen da die Keule über die Rübe. Da unten sind dann schon fast schon wieder die Arnokschen Baracken im Wald. Ich habe diese Steinhaufen hier, die sollen einen zum Pass nach Nordmarke leiten. Man muss von einem Steinhaufen zum nächsten laufen. So ist das, glaube ich, gedacht. Und von einem Steinhaufen aus sollte man den nächsten schon sehen, was hier aber irgendwie nicht der Fall ist. Von hier aus sehe ich keinen mehr. Toll! Naja, Lars hat den Weg trotzdem gekannt und gefunden. So, hier kommen wir auf das Bergplateau. Irgendwo da hinten ist ja auch der Fluss, richtig? Und hier oben ist Terra Incognita für den Helden. Hier könnten Tiere sein. Tiere, die stehen auf Schmiere und... Oder stehen Schmiere und... Wir werden hier gleich beißen und da war der nächste Hakenschlenker. Schön. Wolfskraut. Wir gehen immer weiter nach Norden. Wo ist denn die Burg? Ach, hier ist der Pass. Oder? Was hier was? Gebüsch? Nee. Also, das da sieht aus wie ein Pass, der nach Nordmar führt. Ganz eindeutig. Da hinten sind schon die ersten schneebedeckten Bäume. Und hier führt wirklich ein Steinhaufen zum nächsten. Die enden ja bei Arnoks Lager. Und hier oben war ich gerade. Also, ich werde hier nicht jedes Kraut finden. Das geht gar nicht. Da müsste ich zu lange hier durch die Gegend laufen. Ist aber auch nicht wirklich notwendig. Was ist denn das da? Das sind nur umgestürzte Bäume. Da unten ist eine Truhe. War ich da schon? Den Kräutern nach nein. Nee, sieht nicht danach aus. Truhe. Achso, hier. Mach auf. Das ist Tiere rufen, Fernheilung und so weiter. Da war ich auch noch nicht. Da hinten ist aber schon eine Hütte von Arnoks Lager. Da darf ich nicht so nah rangehen.
Oh, Moment mal. Ist das eine Drachenwurzel da hinten? Das ist einer, tatsächlich. Drachenwurzelalarm bei Aloks Lager. Östlich von Silden. Ja, mit dir. Genau, und ist das Lager. Da waren wir drin. Da! Ah, hier ist echt so eine Ladezone irgendwo. Die zieht sich wie so ein Bandkreis quer durch den Wald. Was auch erklärt, warum die Wölfe und die Trolle und so und andere Kreaturen, die wir bisher in Bandkreise stecken konnten. Oh, Goblin-Bären-Alarm. Ich rede gleich weiter. Da in Sildens Umgebung. Das sind Ladezonen. Und das sind gar keine Bandkreise. Die Wölfe und die Trolle, die wir da erlegt haben, wo wir dachten, die stecken in Belia-gefälligen Bandkreisen, die mussten einfach laden. Die haben einen langsameren Rechner als ich. Und deswegen konnte ich die killen, als sie noch im Leck gefangen waren. So ist es nämlich. Und wer diese Erklärung genauso toll findet wie ich, der gibt diesem Video jetzt einen Like. Ja, war aber gerade. Das ist doch auch eine Goblin-Bär. Natürlich, die ist doch gelb und nicht rot. Goblin-Bäre, noch eine. Da im Wald, bei Silden. Oder eine Zauberwurzel. Aber hier gibt es gar keine Kreaturen so richtig. Wo ist denn dieser Fluss? Der ist doch in der Nähe. Ich höre doch Rauschen. Der ist dahinter irgendwie. Komm schon. Nicht hängen bleiben. Da hinten sehe ich noch eine Mana-Pflanze. Braucht nicht dafür irgendjemanden ganz viele Mana-Pflanzen? So gefühlte 50 Stück. War das nicht irgendeine Queste? Ich weiß gar nicht mehr für wen. Aber ich habe ohnehin nicht vor, jetzt in nächster Zeit viele Mana-Tränke zu brauen, weil ich doch nur selten welche brauche. Und im Moment annähernd genauso schnell welche finde, wie ich sie brauche. Was ich grundsätzlich sehr angenehm finde. Wo sind wir hier? Wo ist denn dieser Fluss? Der ist da. Waldbeere? Ja, komm schon, das schaffst du. Da warst du doch gerade. Hier. Halt dich am Gras fest. Hier ist irgendwo was. Ich höre Stapfen und Staufen. Gack, 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 gack. Ah, da oben ist die Burg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da oben, ja, da ist sie. Da gehen wir gleich hin. Nachdem ich hier die letzten Kräuter und Pilze gepflückt habe. Oh, das ist doch ein waschechter Kronschöckel-Alarm. Droben über Silden gibt es einen Kronschöckel. Und eigentlich müsste man die ganzen Absätze hier runterlaufen jetzt. Oh Mann. Da unten, das waren die Waffen von denen. Rebellen, die wir gerade gehört haben. Ah ja, auf der anderen Seite waren wir schon, aber hier noch nicht. Wie viel Mana brauche ich eigentlich, um diesen untoten Priester in der Höhle hinter Runaks Hütte zu killen. Moment mal. Ein Blitzschlag macht oder braucht 175. Zwei brauchen 350, also ich brauche 700 Mana. Ich glaube, ich muss 4 in einer Reihe zaubern, dann ist er weg. Und ich habe Mana 570. Oh, das wird auch mit den beiden Kronschöckeln, die wir jetzt gefunden haben, nichts werden. Da brauchen wir schon noch einiges an Unterstützung. Weil der heilt sich ja, dieser Gevatter. Wobei, ich könnte natürlich ein Pilzragout nehmen. Ich könnte ihm 3 Dinger drauf brätseln. Und dann müsste er eigentlich sich dann heilen anschließend. Und in der Zeit, in der er sich heilt,
trinke ich oder esse ich einen Pilzragout und dann kann ich ihn wieder dreimal. Ich höre doch hier Snapper. Wo sind denn die? Ich werde sie gleich sehen. Hier gedeihen Zauberwurzeln und Feuernesseln. Ba-ba-ba, ich hab's doch geahnt. So. Komm raus. Oh, das sind Skelette. Ah. Warum... Ja, sie finden keinen Weg. Noch einer. Trink was. Komme ich hier irgendwo auf eure Höhe? Da. Hey! Oh, schön, dass ihr noch am Leckladen seid. War das jetzt alle? Ja? Ich hoffe, es ist der. Papa, nee. Wo ist was? Gar nichts, das waren alle. Okay, so. Wir können diese garstige Burgruine durchkämmen und finden hier einen rostigen Zweihänder und... eine reparierte Truhe. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel für eine reparierte Truhe oben hier. Ja. Wo auch immer wir den herbekommen wollen. Rostige Streitaxt. Ihr habt nur kaputte Waffen, was aber auch logisch ist als Skelett. Mit Tode vergisst man alle Waffenpflege-Kenntnisse, die man jemals hatte. Du hast noch ein paar Pfeile dabei. Warum nicht? Aber ihr seid doch zu zweit hier eigentlich. Na egal. Truhe. Mit. Krempel. Was ist mit dir hier? Alte Truhe. Mach auf. Abgebrochen. Oh, ein altes Amulett gibt Schutz vor Energie plus 25. Blitzbeschwörung und so weiter. Der Rest ist schön. Und hier war das jetzt alles. Irgendwer schickt einen offenbar irgendwann hier hoch, um irgendwas zu holen. Mit einem Schlüssel. Nee, komm schon. Ich will hier hoch. In einer Tour. Zack, zack, zack. Ich hatte gedacht, dass man runterfallen könnte. Dann wird es auch was. Da drin ist nichts. In anderen Türmen, du, da kann ich gar nicht reingucken. Der da ist noch interessant und der dritte, also vierte. Halt. Ja, da ist nichts drin. Hier vermutlich genauso wenig. Ja. Und jetzt sind wir ja auf einer Höhe hier. Wo wir auf der gegenüberliegenden Seite vom Bach auch noch nicht waren. Das heißt, da können wir jetzt auch noch erkunden. Also da drüben. Ne, da drüben. Oder wo auch immer. Kurzer Check. Ich glaube, auf dieser Wiese waren wir. Genau da sind diese Truhen. Aber da oben drauf... Wir müssen einfach da hinten mal rüber. Über den Fluss. Was ja kein Problem zu sein scheint. Wächst hier oben was? Nein. Zu widrige Witterungsbedingungen für saftige Kräuter.
Wenn ich jetzt hier runterhüpfe. Oh, da muss man runter. Das sind Truhen. Wenn ich hier runterhüpfe, komme ich aber auch hier nicht wieder hoch. Da hinten vielleicht also ein Weg. Wir sind ja echt im ganz, ganz hohen Norden. Weit weg von allen. Hier könnten Drachen hausen oder irgendwas. Aber ich fühle mich relativ sicher. Hier ist ja nichts, was man gerade nicht sehen könnte. Und der nächste Hakenstecker kommt bestimmt. Ladezone. Also hier kann man bequem runterhüpfen, aber auch nicht wieder hoch, richtig? Komme ich hier wieder hochgehüpft? Eigentlich ja nicht. Aber ich muss ja mal runter. Weil hier hinten oben geht es nicht weiter. Also so, so. So. Ja, genau. Das hier war wohl mal als Bachbett gedacht. Aber irgendwie haben sie die Wasseranimation nicht mehr eingebaut. Stattdessen kommt das Wasser hier plötzlich aus dem Nichts. Wie ein artesischer Brunnen. Ja, also das hier ist eigentlich doch Bachbett. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass es plötzlich so aufhört. Naja, wir stellen uns vor, dass das Wasser da überall wäre. Und dann könnte man da am seichten Gestade davon auf der saftigen Wiese noch diese paar Kräuter pflücken und diese Truhen sich anschauen, und zwar von innen. Ja, genau so. Genau so stelle ich mir das vor. Waldbeeren. Feuernesseln. Und Eisenhalm. Also, ein Trüchen. Nein, zwei. Mit Ambiente-Skeletten. Abgebrochen. Oh. Zwei Dietriche Fernheilung und eine Kelle. Mhm. Metalltruhe. Pfeile. Ja. Naja, was erwarte ich hier? Okay, so da drüben waren wir jetzt noch nicht. Wir haben ja gesehen, dass da drüben oben noch eine Waldbeere wächst. Demzufolge müsste man es schaffen, am gegenüberliegenden Ufer irgendwie auf diese nächste Stufe zu kommen. Aber wie das gehen soll, ist mir gerade auch nicht so klar. Oh. Drachenwurzelalarm ganz hoch droben am Bachlauf über Silden. Die nächste Drachenwurzel, das ist schön. Waldbeeren sowieso. Und, naja, der Kräuterspur folge ich mal. Eigentlich bilde ich mir ein, jetzt ganz ohne jede Schwierigkeit linksrum hoch auf die Berge zu kommen. Könnte aber schwierig werden. Das ist echt schwierig. Aber da oben war eine Waldbeere. Ich habe sie genau gesehen beim Hochhüpfen. Das muss doch irgendwie genau zu kommen. Hier? Oh, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Eieieiei. Hier ist irgendwie leckgefahren. So, ne? Auch, genau hier. So. Dann hier. Dann laufen wir hier rum. Und dann haben wir es nicht geschafft. Scheiße. Eigentlich ist das genau der richtige Weg. Aber wir müssen noch einen Absatz höher. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Ich brauche das Jetpack von Elex. Oder kann ich ja wirklich... Also, wenn ich da jetzt zurücklaufen täte...
Das ist auch ein schönes Panorama hier mit der Burg im Hintergrund. Gefällt mir gut. Also, da ist der Felsen so überhängig, dass ich da nicht ums Eck komme. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann es mal probieren, aber ich glaube nicht. Also, ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Man kann ja in Spielen bisweilen um die Ecke springen, was physikalisch schwierig ist. Ja. Ja, es geht nicht wirklich gut. Ich glaube eher, dass ich auf der anderen Seite versuchen muss, ganz nach oben in die Felsen zu kommen und dann da endlich meinen Weg habe. Wobei ich mir da jetzt wieder die Frage stelle, wie ich überhaupt da nochmal hochkomme. Von Silden aus laufend komme ich da auf jeden Fall wieder hin. Aber es ist ja auch nicht das Ziel, das zu machen. Ja, hier diese Kante ist nämlich das Problem. Wie komme ich denn über diese Kante? Also nicht. Nee, das ist, oder? Gerade so. Huh. Eigentlich hier hoch. Aber. Kommst du höher? Kommst du höher, oder? Ja, kommst du. Dann das am flachsten. So, das geht. Okay, jetzt müsste ich aber eigentlich da ganz oben rauf. Und wie das gehen soll, da habe ich jetzt noch echt keine Idee. Ich müsste einfach hier oben weiterlaufen. In einem riesigen Bogen. Nimm mal hier so einen Trank. Denn wir haben wie üblich keine Zeit. Es wird schon wieder nachmittags hier. Die Sonne wird schon wieder so rötlich. Komme ich hier einfach irgendwie hoch? Naja, einfach nicht, aber es geht. Ja, es geht. Oh, da wächst was. Da soll man sogar sein. Komme ich hier zurück? Ja, geht. Waldbeere. Das ist wohl... Was ist das eigentlich? Auch irgendein Schleichweg nach Nordmar? Oder was? Das gucken wir uns später an. Ich orientiere mich erstmal jetzt hier links rum. In die Pampa. Nee. Das geht auch nicht. Ich bin immer noch nicht hier oben. Ich muss da oben drauf sein. Da komme ich aber von hier aus auch nicht hin. Ja. Rutsch dir einen. Nee, vergiss es. Das geht so nicht. Hm. Komme ich hier vorne noch höher? Hier ist es seicht. Das könnte gehen. Mit viel, viel Mühe. Und ein paar Meter weiter rechts ist eine Treppe mit Geländer und Beschilderung und Imbissbude. Ja, schon klar. Komm schon, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir. Komm schon, ja. Wir kommen den Gipfel näher. Ah. Boah. Wow. Okay, das scheint ein Pass nach Nordmar zu sein. In die Nähe des Klosters. Aha. Wenn ich jetzt hier auf dem obersten Felsenkamm bleibe, dann kann ich da hin runterrutschen. Mann, endlich. Seine Arbeit für... Wahrscheinlich gibt es einen sehr viel einfacheren Weg dahin. Aber wer einfache Wege finden will, der darf keine Queerplays gucken. Ich glaube, ich kann jetzt hier schon links runterrutschen, aber wenn ich schon mal hier oben bin, dann will ich lieber nochmal auf diesen Hügel hier. Auf diesen Berg, kann man schon sagen. Das sieht mir jetzt alles sehr nach Kulisse und Weltenende aus. Aber da kann ich jetzt runterrutschen. Und bin dann da, wo ich hin will. Auf diesem komischen braunen Felsen, ja.
So wird ein Schuh draus. Runter. Rüber, jawohl. Nochmal runter. Ja, komm schon. Und das alles für eine einzige Waldbeere, die ich gesehen habe. Oh. Nein. Hier waren wir noch nicht. Nein, waren wir noch nicht. Okay. Wer hat denn hier was verstaut? Wissen wir nicht. Aber Milch, die ist noch gut. Die nehmen wir. Ultra hoch erhitzt und homogenisiert. Und gut verschweißt. Das passt alles. Hier ist nichts. Auch keine Viecher. Hm. Tja, wie hoch soll ich wieder in die Berge steigen, um zu wissen, ob da noch irgendwo was ist hinter der nächsten Hügelkuppe? Und Kräuter gibt es hier auch keine. Das ist auch verdächtig. Da ist was. Ah, hier soll man pflücken. Na dann. Wohlan. Waldbeeren. Da geht's runter, da oben. Hm, wer weiß. Ja, bis hier runter waren wir. Richtig. Wo ist der Weltenrand? Okay, das sieht dann doch schon ein bisschen unausgebauter aus. Hier wird auch kein Drache mehr hausen. Also ich denke mal, das brechen wir hier ab an dieser Stelle. Helilein, du machst dich wieder auf, zurück in irgendwelche Gefilde. Wir gucken uns nochmal diesen Passweg nach Nordmar an. Eieieiei. Lade nur ein Weilchen. Kannst du springen? Nein, kannst du nicht. Ich gehe mal an die Kante vor, weil ich den Ausblick mir mal anschauen will. Der auch nicht von schlechten Eltern ist. Wir sind hoch droben über Silden und dem Flusstal. Da, wo der Held hinblickt, da müssen wir da noch erkunden? Ne, müssen wir nicht, da waren wir schon. Hinter diesem Hügel müsste Geldern liegen. Da sind die Wasserfälle, genau das kennen wir. Man könnte jetzt hier sogar runter. Also wenn man diesen Sturz überleben täte, in blutfähigen Gestalt müsste das zum Beispiel gehen. Dann könnte man da hinten sogar über die Wasserfälle surren. Weil die beginnen da. Das machen wir mal. Speichern. Also ich glaube ja, dass man als Blutfliege nicht so viel Hitpoints verliert, wenn auch vielleicht gar keine, wenn man irgendwo sich runterstürzt. Macht's mal. Hier geht's. Wo bist du jetzt? Ach ja, wenn man sich verwandelt, dann ist man mal schon unten. Richtig, so war das. Das ist ein Bug. Den wollte ich jetzt gar nicht ausnutzen, aber naja, jetzt ist es passiert. Als Blutfliege sind wir auch sehr viel schneller. Insofern bleibe ich mal in dieser Gestalt, solange es geht. Hier beginnen die sildenschen Wasserfälle.
einfach irgendwo im Nichts. Das Wasser entsteht hier. Geil. Wie weit geht's hier noch bis zum Weltenende? Ah, wieso sind denn hier so viele Bäume? Auch hier ist Wasser eigentlich gar nicht da. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Das ist sogar eine unsichtbare Wand. Naja, es ist schön, das mal gesehen zu haben. Bringt das aber so gar nicht voran. Ja, die Aussicht ist auch nicht schlecht. Hier entsteht das Wasser. Okay. Was? Hier kann ich jetzt aber weit fliegen. Nee, kann ich nicht. Hier ist irgendwie eine Barriere. Eine magische Barriere. So, jetzt wollte ich ja eigentlich dahin, wo wir... Oh, dieser Stachel. Guck mal hier. Uah! Jetzt wollte ich eigentlich dahin, wo wir diesen Pass nach Nordmar haben. Deswegen lade ich jetzt mal. Das mit der Blutfliege hat nicht stattgefunden. Da ist er wieder, das Heldilein. Aber ich glaube, dass es gar keine so schlechte Idee war, in Tiergestalt mal voranzuschreiten. Wir haben ja genug dieser entsprechenden Tränke gefunden. Ich will jetzt ja wieder zurück den ganzen Weg. Und ich glaube, ein Wolf ist da durchaus eine gute Wahl. Weil wenn ich mit dem Wolf sprinte... Nee, der... Mein Sprint mit dem Wolf leert den Ausdauerbalken genauso schnell wie in menschlicher Gestalt. Okay, schade. Ich dachte, ich habe da mehr Ausdauer. Gut, wie auch immer. Da rüber will ich wieder... Oder runter? Geht das? Da ist der Berg. Ja... Schau dich noch um. Oder leck, wenn's geht. Bin ich schneller in dieser Gestalt oder bin ich es nicht? Ich kann es ganz schlecht beurteilen. Wir müssen wieder darüber. Da ist der Weg nach oben. Das geht nicht gut, aber hier geht's gut. Das überlebt der Wolf. Ohne Probleme. Darüber. Also, der kann gar nicht springen. Wenn ich hier Springtaste drücke, dann passiert das hier. Naja, das war leck. Das passiert da nicht. Also, Springtaste drücken. Nein! Dann weicht er zurück. Ein Wolf kann nicht springen. Interessant. Hier... Nee, das war doch gar nicht die Stelle, die ich von oben gesehen hatte. Oder doch? Eine andere gibt's nicht. Naja gut, dann ist es die wohl. Ach nee, ich muss einfach hier geradeaus weiter, richtig. Da hinten ist die grüne Rampe. Denn ich will mir ja noch ganz gern mal diesen Passweg anschauen, der nach Nordmar führt. Oh, wow. Ja. Isegrim. Ey, ach ja, du kannst ja nicht springen, richtig. Oh, ne, das ist doof. Wenn du nicht springen kannst, dann bist du die falsche Gestalt. Wie komme ich denn jetzt wieder hier hoch? Wie war denn das? So nicht. Ich will ja nicht mehr sein, das ist alles viel zu unwegsam. Ich will auch einfach nur irgendwo hin, wo ich in Ruhe
leveln kann. Kommst du hier hoch? Wir waren doch schon mal hier hochgekommen. Komm schon. Heldilein! Oh, du bist ein Loser. War das hier? War es hier besser, ja? Und? Ja. So. Trink was. Aber genug von der Plörre. Jetzt muss ich da vorne wieder um diesen Bergrücken hier links herum, weil dahinter erst dieser Passweg ist. Und zwar hier. Richtig? Richtig. Oh, was ist das hier? Geht's hier nur auf den Berg hoch oder was ist das? Ja, da geht's nur auf den Berg hoch. Dann will ich hier nicht sein, dann will ich hier runter. Genau, da will ich sein. Und wir angucken, wie weit das führt und wohin das führt. Und es wird auf noch einen Weg Beeren gesäumt. Waldbeere hier. Oh, Kronschöckel-Alarm! An einem Passweg zwischen Silden und dem Feuerkloster quasi. Ganz weit weg von allem anderen ist ein Kronstöckel. Aha. Waldbeere. Eiwurzel. Gegner. Ah. Und noch eine Gobo-Beere. Auch da hinten. Am Passweg. Wow. Hier kommen selten Kräutersammler vorbei, weil hier ist noch ein Harnischkraut und noch eine Eiwurzel. Wow. Und noch eine Eiwurzel. Und hier ist dann Nordmar. Okay. Oh, ich höre Orks quatschen. Die sind da unten offensichtlich irgendwo. Naja. Wenn wir Nordmar erkunden, werden wir das hier hoffentlich wieder entdecken und wieder erkennen, wenn wir dann mal da unten sind. Und ist das der Passweg, den Lars gegangen ist? Dann müsste ja, wenn ich ihm hier runterwärts folge, ich irgendwann zwangsläufig an diesem Orklager vorbeikommen. Wo wir diesen einen Ork mit der Warenlieferung getroffen hatten. Wie auch immer er hieß. Waldbären. Nee, er ist nicht Waldbären, er hieß aber so anders und ähnlich. Oh, hier ist noch was. Hi, Truhe! Na? Heldilein? Magst du heute noch? Kram? Und nichts, aber hier. Schlösser öffnen, Blitzschlag, ja, schön. Blitzbeschwören heißt das. So, führt dieser Weg jetzt runter zu den Orks? Der führt nicht runter zu den Orks, oder? Er führt aber zum nächsten Kronstöckel-Alarm. Noch einer. Nein, zweiter Kronstöckel am Weg zwischen Silden und dem Kloster. Krass. Hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Oh, Pilze. Dunkelpilze! Was hätte sich Meister Konstantino gefreut? Der war aber so versessen auf die Dinger. Und hier finde ich sie und kann gar nicht so viel damit anfangen. Wie in Gothic 2 auf Corinus. Das ist normaler Kram. So, hier sind diese Steinhaufen. Diese Steinhaufen führen zum Pass. Das ist richtig. Was ist das hier? Ah, Pilz. Oh, Beeren. Wo sind die Orks? Naja, hier mag Lars hochgelaufen sein. Irgendwo hier in diesen Gefilden habe ich ihn dann verloren. Haben wir uns verabschiedet. Ja.
Ist schon möglich, wobei so richtig bekannt kommt es mir nicht vor, wenn ich ehrlich sein soll. Außerdem müssten hier irgendwo die Orks lager. Das da vielleicht. Was ist das da? Eine Truhe und ein Eisenhalm. Mhm. Zwei Truhen. Abgebrochen. Oh, da mach halt nochmal. Abgebrochen. Da. Abgebrochen. Da sollst du mich ja nicht so ärgern. Nebel, das ist alles für eine Kelle. Toll. So. Ramsch ohne Ende. Vier Dietriche zerrungst. Für diese Scheißtruhe. Oh, das ist. Das ist doch nicht doch. Also, das ist doch gerade. Es kann doch nicht schon wieder ein. Ganz langsam hin und laden, ja? Auch ein Mühe davon. Dann sehe ich, ob es eine Felsnessel ist. Ja, es ist nur eine Felsnessel, war kein Kohlschöckel. Sah aber so ähnlich aus. Also hier, bin ich ja nie gewesen. Es stehen überall Kräuter. Wo ist denn dieses Ork-Lager? Das gibt's doch gar nicht. Da war doch ein Lagerfeuer und Matten und so weiter. Das kann doch nicht weg sein. Aber anscheinend doch. Hier sind nochmal Steinhaufen in der Landschaft. Wieso denn? Ich denke, diese Steinhaufen führen zum Pass. Der Pass ist doch quasi hinter uns gefühlt. Aber hier führen die lang. Was ist denn das hier? Das ist ja noch ein Pass. Hier gibt es zwei Passwege, echt? Das war mir nicht mehr geläufig. Aber offensichtlich ist genau das der Fall. Das ist auch ein sehr bequemer Pfad in Richtung Nordmar, natürlich. Ja, da hinten fängt das Eis an. Ja, nee, das ist mir jetzt zu dunkel hier. Und zu kalt. Wir wollen die letzten wärmenden Abendsonnenstrahlen dazu benutzen, wieder in die Gefilde zurückzukehren, die wir kennen, Richtung Anok. Und eigentlich müsste ich jetzt nur Richtung Süden laufen. Da müsste ich aber hier diesen Orks vorbeikommen. Das kann doch alles gar nicht so schwierig sein. Die müssen doch hier irgendwo ihr Lager aufgeschlagen haben. Waldbären. Aber die sind wirklich nicht, ich wiederhole, nicht zu finden. Ich glaube, hier waren wir vorhin mal. Was ist hier? Zauberwurzel, ja damit. Man hört auch kein Gequatsche von irgendwelchen Orken, was man ja auch häufiger schon hört. Also man hört sie eher, als man sie sieht. Man riecht sie eher, als man sie hört. Waldbeere. Und das da, das sind schon die Rebellösen. Naja, gut. Dann sollte ich mich hier umziehen. Und rollenspielerisch gesehen, naja, diese ganzen Beliard-Tricksereien, die sind auch nicht so ganz koscher für den Helden. Ach, der liegt ja schon. Ich dachte, was ist denn hier los? Bist du tot, du... Mann, was willst du? Ich wollte wissen, ob es dir gut geht, Entschuldigung. Wir bitten hier um Nachtasyl, was uns gewährt wird. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Hör bloß auf mit der Scheiße. Hör bloß auf. Ist schon schlimm genug, wie es ist. So. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Da ist der Held ausgeruht. Es ist wieder hell. Kein Regen. Sehr schön. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Und jetzt würde von hier aus irgendwie die Erkundungstour weitergehen. Was wäre dann das nächste dran? Wir müssten, nachdem wir sagen können, dass wir hier oben überall gewesen sind, so halbwegs und hoffentlich auch ganzwegs, müssten wir schauen, dass wir hier mal bis zum Kartenrand laufen und dann nach unten Richtung Gotha und dann diese ganze Ecke uns anschauen.
Da liegt ja dann auch Okara, meine ich. Okara müsste hier in dem Gebiet drin liegen. Da gibt es noch so eine Mine mit so einem Typen. Da gibt es noch eine Nebenqueste. Und dann könnten wir Okara mal besuchen. Da haben wir ein paar Leute hingeschickt. Und all diese Dinge. Genau, und mit denen beschäftigen wir uns. Da. Karte, geh weg. Weiaiai. Hilfe, Karten, Hakenschenker. Mit diesen Sachen beschäftigen wir uns am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.